Nein, sie ist noch nicht hier. Wo ist sie? Sie ist mit unseren Kindern in Kanada. Alles klar. Ich muss gehen. Richt deiner Frau schöne Grüße von mir aus. Okay, bis später. Gute Besserung. Danke. Robert, das ist meine Freundin Frau Schmidt. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Frau Schmidt, was arbeiten Sie? Ich bin eine Ärztin. Ah ja. Wo arbeiten Sie? Im New Yorker Unikrankenhaus. Wo arbeiten Sie? Ich bin ein Lehrer. Was unterrichten Sie? Ich unterrichte Englisch. Wo? In einem Gymnasium in New Jersey. Das ist schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 32. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich würde gern das Hemd vom oberen Regal sehen. Sicher. Hier, bitte. Wie viel kostet es? $50. $50. Das ist zu viel. Wie wäre es mit diesem? Es ist im Angebot für nur $35. Das gefällt mir nicht. Wie wäre es mit dem neben den schwarzen Handschuhen? Das ist sieht dem ähnlich, das Ihnen gefällt. Das sieht gut aus. Wie viel kostet es? $30. Das klingt nicht schlecht. Gefällt Ihnen die Farbe oder hätten Sie es gern in einer anderen Farbe? Blau ist okay. Brauchen Sie mehr dieser Hemden? Ja. Wie viele brauchen Sie? Noch zwei, ein rotes und ein weißes. Entschuldigen Sie, ich suche das Holiday Inn. Wissen Sie vielleicht, wo es ist? Ja, es ist am Ende dieser Straße auf der linken Seite. Ist es weit von hier? Nein, das ist nicht weit. Wie weit ist es? Ungefähr 2 Kilometer. Wie lange dauert es bis dorthin? Ungefähr 5 Minuten. Ist es in der Nähe der U-Bahn-Station? Ja, es ist in der Nähe. Die Station ist neben dem Hotel. Sie können dorthin zu Fuß gehen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie. Kennen Sie den Weg zum Einkaufszentrum? Sicher, ich habe dort gearbeitet.
Gehen Sie ungefähr 1,5 Kilometer geradeaus und an der Ampel links. Das Einkaufszentrum ist dann auf der rechten Seite. Kennen Sie die Adresse? Ja, die Adresse ist Hauptstraße Nummer 541. Könnten Sie mir das bitte aufschreiben? Klar. Komme ich dorthin schneller, wenn ich die Heilandstraße benutze? Nein, das dauert länger. Es gibt dort mehr Ampeln. Okay, alles klar. Vielen Dank. Was ist heute für ein Tag? Es ist der 5. Juli. Wann hast du frei? Ab Sonntag. Wir fahren nach Kanada. Wirklich? Übermorgen? Das ist ja bald. Ja, ich weiß. Wie lange bleibt ihr dort? Ungefähr 2 Wochen. Wann kommt ihr zurück? Ich komme am 17. zurück. Alles klar. Gute Reise. Josef, wer ist diese Frau? Das ist Susan. Was arbeitet sie? Sie ist eine Rechtsanwältin. Ist sie Amerikanerin? Nein, aber sie spricht fließend Englisch. Sie ist wirklich groß gewachsen. Kennst du sie? Ja, wir sind Freunde. Wer ist dieser Mann, der neben ihr steht? Welcher Mann? Dieser kleine rechts neben ihr. Wie heißt er? Oh, das ist Matt. Er sieht wirklich gut aus. Ja. Kennst du ihn? Nicht persönlich, aber meine Schwester, glaube ich. Ist er verheiratet? Ja, er ist verheiratet. Ah, ich erinnere mich. Ich habe ihn schon einmal vorher getroffen. Brian, kannst du Englisch? Ja. Wo hast du Englisch gelernt? Auf der Uni. Du sprichst wirklich gut Englisch. Danke. Wie lange bist du schon in den Staaten? 3 Wochen. Zusammen mit deiner Frau? Ja, sie ist gestern gerade angekommen. Warst du vorher schon einmal in Kalifornien? Nein. Warst du schon einmal in Las Vegas? Ja, ich war da mal geschäftlich. Hallo. Hi. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Gut. Sprichst du Englisch? Etwas.
Bist du Amerikanerin? Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Kalifornien. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Entschuldigen Sie, sind Sie Amerikaner? Nein. Sprechen Sie Englisch? Etwas, aber nicht sehr gut. Wie lange sind Sie schon hier? 2 Monate. Was arbeiten Sie? Ich bin ein Student. Was machen Sie? Ich bin auch ein Student. Entschuldigen Sie. Wie heißen Sie? Ich heiße Jessica. Wie heißt du? Jun. Sie sprechen sehr gut Englisch. Danke. Wissen Sie, wie spät es ist? Klar. Es ist 17.10 Uhr. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, dass es 17.10 Uhr sei. Danke. Gern geschehen. Hallo Michael. Hallo Ami. Was geht? Ich suche den Flughafen. Weißt du, wie ich dorthin komme? Nein, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass ich mit der U-Bahn fahren kann. Weißt du, wo die U-Bahn ist? Klar, sie ist dort drüben. Wo? Ich sehe sie nicht. Über die Straße. Oh, ich sehe es. Danke. Gern geschehen. Weißt du, ob es hier eine Toilette gibt? Ja, es gibt hier eine. In dem Laden. Dank dir. Tschüss. Tschüss. Hallo Sarah, wie geht es dir? Gut, wie geht es dir? Nicht schlecht. Was führt dich her? Ich habe Hunger. Ich würde gern etwas essen. Wohin willst du gehen? Ich würde gern Italienisch essen. Welche Art von Italienisch? Ich mag Spaghetti. Magst du Spaghetti? Nein, aber ich mag Pizza. David, würdest du gern etwas essen? Nein, danke, ich bin satt. Möchtest du etwas trinken? Ja, ich hätte gern einen Kaffee. Entschuldige, aber ich habe keinen Kaffee. Das ist okay. Ich trinke ein Glas Wasser. Ein kleines oder ein großes? Ein kleines, bitte. Bitte schön. Danke.
Gern geschehen. Marie, würdest du mit mir zusammen essen? Okay, wann? Um 10 Uhr. Vormittags. Nein, Entschuldigung, ich meine 22 Uhr. Oh, entschuldige, aber das ist zu spät. Um 10 gehe ich meist schlafen. Okay. Wie wäre es mit 1:30 am Nachmittag? Nein, das ist zu früh. Ich arbeite dann noch. Wie wäre es mit 17 Uhr? Das passt. Gut, bis dann. Okay, tschüss. Jennifer, würdest du mit mir zusammen zum Essen ausgehen? Ja, gern, das wäre nett. Wann willst du gehen? Wie wäre heute? Tut mir leid, aber heute geht nicht. Und morgen Abend? Okay, wann? Wie wäre um 9? Ich denke, dass das zu spät ist. Um 6. Ja, das klingt gut. Wohin willst du gehen? Das italienische Restaurant in der 5. Straße. Oh, ich mag das Restaurant nicht. Ich will nicht dorthin gehen. Wie wäre es mit dem koreanischen Restaurant daneben? Okay, ich mag das Restaurant. Hallo Mark. Hallo. Was hast du heute vor? Das weiß ich noch nicht. Würdest du mit mir zu Mittag essen? Ja. Wann? Wäre 11:30 okay? Entschuldige, das habe ich nicht gehört. Könntest du das noch einmal wiederholen? Ich sagte, 11:30. Dann bin ich leider beschäftigt. Wäre etwas später okay? Okay, wie wäre es mit 10:30? Okay, wo? Wie wäre Bills Meeresgaststätte? Okay, wo ist das? In der 7. Straße. Okay, ich treffe dich dann dort. Herzlich willkommen zum French Garden. Wie viele Personen? Eine. Hier entlang bitte. Hier ist Ihr Tisch. Ihr Kellner wird gleich da sein. Guten Tag. Wollen Sie schon etwas bestellen? Ja, bitte. Was würden Sie gern trinken? Was haben Sie? Wir haben Mineralwasser, Saft und Cola. Ich nehme eine Flasche Mineralwasser. Was würden Sie gern essen? Ich nehme ein Thunfisch-Sandwich und die Gemüsesuppe. Jeff, ich gehe zum Supermarkt. Willst du mitkommen? Ich glaube, dass der Supermarkt schon geschlossen hat.
Oh, wann schließt er? Sonntags um 19 Uhr. Das ist schlecht. Sei nicht traurig. Wir können morgen früh um 8 Uhr gehen. Okay, was willst du jetzt machen? Lass uns doch eine halbe Stunde spazieren gehen. Meine Schwester kommt in einer halben Stunde und dann können wir alle essen gehen. Wo wohnt sie? Sie lebt in San Francisco. Wie lange lebt sie schon dort? Ich glaube für ungefähr 10 Jahre. Das ist lange. Wo hat sie vorher gelebt? In San Diego. Charles, hast du Kinder? Ja. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Kinder. Ein Mädchen und einen Jungen. Wie heißen sie? Stephanie und Jack. Wie alt sind sie? Stephanie ist 18 und Jack 24. Machen Sie eine Ausbildung? Stephanie geht in Washington zur Uni und Jack arbeitet in Florida. Was studiert Stephanie? Englisch. Ist sie jetzt hier? Nein. William, lernst du gern Englisch? Ja, ich mag Englisch. Lesen kann ich recht gut, aber sprechen ist schwer. Du sprichst nicht schlecht. Wenn du jeden Tag mit deinen amerikanischen Freunden sprichst, lernst du es ganz schnell. Darf ich dich etwas fragen? Sicher, schieß los. Ich habe mein Lehrbuch hier. Wie spricht man dieses Wort aus? Laptop? Entschuldige, aber ich verstehe es nicht. Was heißt das? Ein Laptop ist eine Art Computer, den du mit dir herumtragen kannst. Verstehst du? Ja, ich glaube schon. Kannst du es bitte noch einmal sagen? Laptop. Laptop. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, das war richtig. Prima. Danke. Und dieses Wort? Wie spricht man das aus? Das Wort wird Kitchen ausgesprochen. Vielen Dank. Du bist eine gute Lehrerin. Gern geschehen.
Hi, wie geht es? Nicht gut. Ich habe meine Brieftasche verloren. Oh, das ist Pech. Wurde sie gestohlen? Nein, ich glaube, sie ist im Taxi aus meiner Hosentasche gefallen. Kann ich dir irgendwie helfen? Könntest du mir etwas Geld leihen? Klar. Wie viel brauchst du? Ungefähr $50. Kein Problem. Danke. Ich gebe es dir am Freitag zurück. Das ist okay. Hier, bitte. Was wirst du jetzt machen? Ich werde ein paar Bücher kaufen und dann zur Tankstelle gehen. Wenn du eine Minute Zeit hast, komme ich mit. Sicher. Ich warte. Hallo? Hallo, ist dort James? Ja. Wer spricht? Linda. Einen Augenblick, bitte. Okay. Hallo. Hi James, ich bin es, Linda. Hallo Linda. Wie geht es dir? Ich arbeite. Bist du beschäftigt? Ja, es ist heute ein hektischer Tag. Wann bist du heute mit der Arbeit fertig? Uhr. Okay, ich rufe dich dann später an. Okay, bis später. Tschüss. David, was hast du in der letzten Zeit getrieben? Ich war letzte Woche mit meiner Familie verreist. Wirklich? Wo wart ihr? Wir waren in Europa. Welche Städte habt ihr besucht? London, Paris und noch ein paar kleinere Städte. Wart ihr in Berlin? Nein, wir waren nicht in Berlin, aber das nächste Mal würde ich da gern hingehen. Im Sommer ist Berlin sehr schön und die Leute dort sind sehr nett. Das habe ich auch gehört.
Ich war da letztes Jahr. Wenn du willst, kann ich dir Informationen über die Stadt geben. Gern, danke. Sarah, was hast du heute gemacht? Ich war einkaufen. Hast du etwas gekauft? Ja, ich habe ein paar Sachen gekauft. Was hast du gekauft? Ich habe diesen Mantel gekauft. Gefällt er dir? Ja, sehr. Er gefällt mir. Wo hast du ihn gekauft? Im Einkaufscenter in der 5. War er teuer? Nein, er war für $20 im Angebot. Das ist billig. Ich weiß, das war ein richtiges Schnäppchen. In der nächsten Zeit brauchst du ihn aber wahrscheinlich gar nicht. Es ist seit ein paar Tagen richtig warm. Paul, was für Musik hörst du? Alles Mögliche, aber am meisten Pop, Rock und Klassik. Warum? Ich habe Karten für ein Konzert. Würdest du mitkommen? Was für ein Konzert? Maria Carey. Wann ist das Konzert? Morgen Abend um 8. Ja, ich komm gern mit. Wollen wir vorher zusammen Abendbrot essen? Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns in dem Restaurant gegenüber meiner Wohnung essen. Oh, ich weiß, welches du meinst. Wir waren da schon einmal letzten Monat. Ja, das stimmt. Du hast ein gutes Gedächtnis. Lisa, kommst du mit mir in die Bibliothek? Klar. Können wir vorher noch eine Zeitung kaufen? Ja. Wir kaufen erst eine Zeitung und gehen dann in die Bibliothek. Laufen wir oder fahren wir? Es ist wirklich gutes Wetter. Lass uns laufen. HM, jetzt ist das Wetter gut, aber heute Nachmittag soll es regnen. Okay, dann nehmen wir einen Regenschirm mit. Kommt dein Bruder auch? Nein, er schläft noch. Oh, es ist aber schon 10 Uhr. Da hat er gestern Abend aber ganz schön durchgemacht. Ja, er war nicht vor 12 zu Hause. Na, vielleicht kann er ja später nachkommen. Ja, mal schauen. Ich rufe ihn an, wenn wir in der Bibliothek sind. Was ist der Weg von hier zur Bibliothek? Geradeaus die Straße runter und dann links neben dem Museum. Das sind ungefähr 10 Minuten. Hallo Melissa,
Gehst du dieses Wochenende nach Hause? Nein, ich glaube nicht. Ich habe zu viel zu tun. Wo wohnen deine Eltern? Mein Vater lebt in Washington, D.C. Und deine Mutter? Meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Arbeitet dein Vater noch? Nein, er ist Rentner. Hast du hier Verwandte? Ja, 2 Cousinen wohnen hier und meine Tante und mein Onkel, ungefähr 40 Kilometer von hier. Hast du Schwestern oder Brüder? Ja, ich habe 2 Brüder in New York und eine Schwester in Boston. Seht ihr euch oft? Nicht so oft, wie ich gern würde. Meist nur an Thanksgiving und zu Weihnachten. Ich kann meine Brille nicht finden und sehe nichts. Kannst du mir bitte helfen? Klar, was suchst du? Siehst du meinen Laptop? Ja, dein Laptop ist auf dem Stuhl. Wo ist mein Buch? Welches? Das Wörterbuch. Unter dem Tisch. Wo ist mein Stift? Da liegt ein Bleistift vor der Lampe. Das ist kein Bleistift. Das ist ein Stift. Oh. Da liegt ein Bleistift hinter der Tasse. Weißt du, wo mein Rucksack ist? Zwischen der Wand und dem Bett. Wo sind meine Schuhe? Links neben dem Fernseher. Ich sehe sie nicht. Entschuldige, ich meinte links vom Fernseher. Danke. Oh, und hier ist deine Brille. Sie ist neben dem Handy. Entschuldigung, wir würden gern zahlen. Ja, hat es Ihnen geschmeckt? Ja, danke. Sehr gut. Wollen Sie den Rest mitnehmen? Ja. Hätten Sie vielleicht eine Tüte? Sicher. Bitte schön. Das macht $25. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ja, Visa oder Mastercard. Okay, bitte. Danke. Ich bin gleich wieder hier. Okay. Hier ist Ihre Quittung. Danke. Gern geschehen. Kommen Sie bald wieder. Die nächste, bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gern ein Ticket nach New York kaufen. Hin- und Rückflug? Hin. Wann wollen Sie fliegen? Wann geht der nächste Flieger? In ungefähr 2 Stunden.
Den würde ich gern nehmen. Erste oder zweite Klasse? Zweite, bitte. Okay, ich schau kurz mal nach. Tut mir leid, aber der Flieger ist voll. Wie schaut es mit dem danach aus? Einen Augenblick, bitte. Ja, der hat noch freie Plätze. Soll ich Ihnen einen Platz reservieren? Ja, bitte. Das macht dann 120 Dollar. Okay. Danke. Und hier ist Ihr Wechselgeld. Michelle, kannst du mir bitte beim Aufräumen helfen, bevor wir gehen? Klar, wohin soll ich diese Tasse stellen? Welche? Die rote. Stell sie oben auf den Tisch. Was ist mit dieser Frucht? Oh, die kommt in den Kühlschrank. Und diese Bleistifte? Was soll ich mit denen machen? Bring die bitte nach oben und lege sie das Schlafzimmer. Was ist mit diesem Stift? Gib ihn mir. Den brauche ich. Was soll ich mit dem Papier dort machen? Das kannst du wegschmeißen. Das brauche ich nicht mehr. Der Müll ist voll. Okay. Dann tue es bitte in eine Tüte und bring es raus. Okay. Und was noch? Ich glaube, dass wir fertig sind. Schaltest du bitte noch das Licht aus und schließt die Tür ab? Klar. Das sieht wie ein nettes Restaurant aus. Ja, das ist es auch. Ich gehe hier immer essen. Lass uns dort sitzen. Okay. Gibst du mir bitte eine Speisekarte? Hier, bitte. Was willst du trinken? Ich trinke ein Glas Bier. Du? Ich trinke wohl ein Glas Wein. Hast du Appetit auf eine Vorspeise? Eigentlich nicht. Wir können vielleicht einfach etwas Brot bestellen. Sicher. Was möchtest du essen? Ich bin nicht sicher. Ich habe mich noch nicht entschieden. Kannst du mir etwas empfehlen? Ja, ich hatte den Steak und den Hummer, die beide sehr gut waren. Ich glaube, ich werde den Hummer essen. Was isst du? Ich bin nicht sehr hungrig. Ich werde wohl nur einen Salat essen. Ich gehe kurz auf die Toilette. Wenn die Kellnerin kommt, bestellst du bitte für mich mit? Klar, mach ich. Hallo Anna, komm rein. Ui. Deine Wohnung ist aber unordentlich. Ich weiß. Ich hatte keine Zeit zum Aufräumen, bevor du gekommen bist. Mann, all diese Klamotten auf dem Sofa. Ja. Sind die gewaschen?
Die meisten sind dreckig. Ich habe lange nicht gewaschen. Normalerweise warte ich damit immer, bis ich es bei meinen Eltern machen kann. Meine Schwester und ich gehen immer zu dem Waschsalon am Ende der Straße. Warum kommst du nicht mit? Ich weiß. Aber der ist nicht so gut. Es dauert immer so lange. Ja, das stimmt. Aber ich muss jede Woche waschen. Aber das ist auch egal. Bist du fertig? Nein, noch nicht. Ich muss noch fix meine Zähne putzen und mein Gesicht waschen. Kannst du eine Minute warten? Na gut, aber mach hin. Das Restaurant schließt bald, glaube ich. Pam, wo ist der nächste Bankautomat? Ganz in der Nähe. Siehst du das gelbe Gebäude dort? Das große oder das kleine? Das große. Ja. Er ist gleich rechts daneben. Weißt du, ob es hier einen Minimarkt in der Nähe gibt? Ich glaube nicht. Der einzige ist in der dritten Straße und hat jetzt wahrscheinlich schon geschlossen. Ich muss aber unbedingt noch was einkaufen, bevor ich weggehe. Na, du könntest zur 22. Straße gehen. Dort gibt es eine Reihe von Geschäften, die 24 Stunden geöffnet haben. Kann ich dorthin mit der U-Bahn fahren? Ja, aber das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Du solltest lieber ein Taxi rufen. Ist das nicht teuer? Nein, von hier sind es nur $5. Herr Professor, wo liegt Kanada? Kanada liegt nördlich von hier. Könnten Sie es mir bitte auf der Karte zeigen? Hier, bitte. Kanada ist nördlich von den USA. Oh, okay. Und wo ist Mexiko? Mexiko ist südlich von der USA. Und Connecticut? Wo ist das? Connecticut ist östlich von New York. Welcher Staat ist westlich von Pennsylvania? Ohio. Aha. Und wo ist Los Angeles? Los Angeles ist in Kalifornien. Es ist südöstlich von San Francisco. Wo ist Boston? Boston ist im nordöstlichen Teil des Landes. Wo ist Las Vegas? Las Vegas ist im Südwesten. Hallo Maria, hast du schon Frühstück gegessen? Ja, ich habe im Hotel mit meinem Mann und meinem Sohn gegessen. Ja, sie haben dort ein gutes Frühstück. Was hast du gehabt? Ich aß Müsli, Spiegeleier und trank Orangensaft. Hat es geschmeckt? Es war nicht so gut und ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt etwas komisch. Das ist schade. Willst du dich ausruhen? Nein, danke. Ich werde mittags zum Hotel zurückgehen und mich dort ausruhen. Na gut. Ich werde später zur Apotheke gehen. Kann ich dir etwas mitbringen? Nein, es geht. Wenn ich mich etwas ausruhe, wird es wieder besser gehen.
Anna, was willst du heute Abend machen? Ich würde gern ins Kino gehen und einen Film anschauen. Ich habe gehört, dass Titanic gezeigt wird. Ah ja, ich habe gehört, dass der Film gut sein soll. Wann fängt er an? 19.30 Uhr, es ist ein langer Film. Er geht 3 Stunden, glaube ich. Kommst du vorbei und holst mich ab? Wann? Ich glaube, wir sollten zeitig hingehen, da es ausverkauft sein könnte. Wie wäre um 5 Uhr? Ja, das passt. Ich hole dich um 5 Uhr bei dir zu Hause ab. Wollen wir vor dem Film etwas essen? Ich glaube nicht, dass wir dazu genug Zeit haben werden. Wir können Popcorn und Hot Dogs im Kino essen. Ich mag das Popcorn im Kino nicht. Es ist zu salzig. Okay, dann hole ich dich etwas eher ab und wir gehen in das Thai-Restaurant neben dem Kino. Ja, prima. Ich gehe gern dorthin essen. Schmeckt es dir? Es schmeckt wirklich gut. Hast du das gekocht? Ja, heute Nachmittag. Magst du mehr? Ja, aber nur etwas. Ich bin eigentlich schon satt. Oh, hättest du lieber etwas Suppe? Was für Suppe? Tomatenreissuppe. Hast du das schon einmal probiert? Nein, das ist das erste Mal. Wie schmeckt das? Gut. Probier mal. Ui, das ist lecker. Hast du das auch gekocht? Ja. Du bist wirklich ein guter Koch. Danke. Das nächste Mal mache ich Hühnersuppe für uns. Das klingt gut. Hast du eine Ausbildung zum Koch? Nein, das habe ich mir selbst beigebracht. Ich habe aber ein gutes Kochbuch, das ich lese, wenn ich Zeit habe. Kelly, kannst du mir bitte helfen, diese Sachen zum Auto zu tragen? Klar, in welches Auto kommen Sie? In das meiner Frau. Welches ist das? Der blaue SUV vor dem Honda. Was soll ich zuerst nehmen? Den Stuhl hier. Aber bitte sei vorsichtig. Der ist ein Geschenk meiner Schwiegermutter. Keine Angst, ich werde aufpassen. Oh, er ist wirklich schwer. Ich glaube, dass ich den nicht allein tragen kann. Warte, ich helfe dir. Mach dir nicht den Rücken kaputt. Wohin bringst du das alles? Hab ich dir das noch nicht erzählt? Wir ziehen nach Florida um. Er zieht jetzt um? Du hattest mir gesagt, dass ihr umziehen werdet. Aber ich dachte, es wäre nächsten Monat. Ja, das stimmt. Aber meine Frau hat im Internet eine Wohnung gefunden und möchte gleich umziehen. Judy, dein Mann hat ein tolles Auto. Danke. Ja, es ist neu und viel besser als meines. Wohin fahrt ihr?
Wir besuchen meine Schwester in der Stadt. Ich wusste nicht, dass deine Schwester in der Stadt wohnt. Seit wann ist sie dort? Ungefähr vor einem Jahr. Sie wohnt in der dritten Straße, gegenüber der Bibliothek. Ah ja. Es ist aber fast 17 Uhr. Da ist doch bestimmt viel Verkehr jetzt, oder? Oh, wir fahren nicht mit dem Auto. Wir fahren mit der U-Bahn und das dauert nur ungefähr 20 Minuten. Ja, aber die kann um diese Zeit auch sehr voll sein. Ich fühle mich immer etwas unwohl in der U-Bahn. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit und habe mich daran gewöhnt. Lebt nicht deine Mutter auch in der Stadt? Ja, sie lebt da nun schon seit ungefähr 10 Jahren. Ich erinnere mich, als sie dorthin zog. Damals waren die Wohnungen ein ganzes Stück preiswerter. Ich weiß, was du meinst. Heutzutage ist es schwer, etwas Bezahlbares und Gescheites zu finden. Ja. Einen schönen Tag euch noch. Wenn du das nächste Mal Zeit hast, sag Bescheid und wir spielen eine Runde Karten. Bis später. Jim, ich habe gehört, du warst in San Diego. Stimmt das? Ja, ich bin gerade heute Morgen zurückgekommen. Das klingt wirklich gut. Was hast du dort gemacht? Wir waren nur 3 Tage dort und haben nicht zu viel gemacht. Wir haben uns die Stadt angeschaut und waren ein paar Mal essen. Am Abend sind wir mit Freunden in der Stadt gewesen. Hast du Fotos gemacht? Ja, ich habe sie sogar dabei. Hier, schau mal. Ja, gern. Das sind meine Frau und ich am Strand mit unserer Tochter Emily. Deine Tochter kommt nach deiner Frau. Ich weiß, sie schauen sich sehr ähnlich. Wo habt ihr das Foto gemacht? Das war am Bahnhof vor unserer Abfahrt. Hattet ihr genug Zeit, um zum Zoo zu gehen? Nein, nicht dieses Mal. Wir waren aber voriges Jahr im Zoo. Sieht so aus, als hättet ihr eine gute Zeit gehabt. Ja, wir hatten eine gute Zeit. Guten Nachmittag. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ich würde gern einige Blumen bestellen. Für wen sind Sie? Für meine Frau. Ihr Name ist Samantha. Welche Blumen wollen Sie? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Blumen nicht so gut aus. Was können Sie empfehlen? Aha, was ist der Grund für die Blumen? Heute ist ihr Geburtstag und sie sagte mir, dass sie gern Blumen hätte. Wissen Sie, welche Blumen sie mag? Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte es wissen, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. HM, naja, Sie sind für Ihre Frau, also sind Rosen nie verkehrt. Rosen klingen gut.
Welche Farbe? Ich glaube, Rot ist gut. Wollen Sie sie abholen oder sollen wir sie liefern? Bitte liefern Sie sie. Wie lautet die Adresse, bitte? Hauptstraße Nummer 241. Hallo? Hi, ist dort Herr? Tut mir leid. Ich glaube, Sie haben die falsche Nummer. Ist das nicht 617 228 2289? Ja, doch. Wen wollen Sie sprechen? Herr Jonsson. Oh, ich dachte, Sie hätten Laura gesagt. Entschuldigung, das ist die richtige Nummer. Aber Hayata ist im Moment nicht hier. Wissen Sie, wo sie gerade ist? Sie ist gerade im Supermarkt. Soll ich ihr etwas ausrichten? Ja. Würden Sie ihr bitte sagen, dass Erik Martin angerufen hat? Hallo Erik. Ich bin Kathi, Hayatas Mitbewohnerin. Wir beide haben uns vor ein paar Monaten auf der Weihnachtsfeier getroffen. Oh, klar. Wie geht es dir? Gut, danke. Hayata wird in 20 Minuten wieder hier sein. Ich richte ihr aus, dass du angerufen hast. Prima, danke. Tschüss. Hallo? Hallo Tina, ich bin es, Joe. Hallo Joe. Wie ist heute das Wetter bei euch? Es ist wirklich kalt. Es hat den ganzen Tag geschneit und die Schule war früher zu Ende. Wie viel Grad sind es? Es sind minus 4 Grad jetzt, aber heute Morgen war es noch kälter. Wie soll das Wetter morgen sein? Ich habe vorhin die Nachrichten geschaut. Sie sagten, dass es morgen schneien wird. Ich mag keinen Winter. Ich will Sommer. Ich auch. Wie ist das Wetter bei dir? Nicht so schlecht, aber es war auch kalt. Wir hatten heute ungefähr 6 Grad und es regnete. Morgen soll es aber etwas wärmer werden. Es ist bald Weihnachten. Was magst du dieses Wochenende? Nichts Besonderes, arbeiten. Warum? Naja, ich habe noch nicht alle Geschenke gekauft. Willst du zum Einkaufen mitkommen? Ich würde gern, aber ich weiß nicht, ob ich Zeit haben werde. Seit einigen Tagen ist es wirklich hektisch auf Arbeit. Warum gehen wir nicht lieber am Freitag? Freitag ist nicht so gut. Die Geschäfte werden voll mit Leuten sein und ich muss auch arbeiten. Okay, dann gehen wir am Wochenende. Am Freitag weiß ich wahrscheinlich, ob ich Zeit haben werde. Ich rufe dich dann an. Ja, das passt. Was ist deine Telefonnummer? 233 331 8828. Okay, danke. Ich melde mich. Prima. Hallo? Hi Vicky. Bist du schon angekommen?
Ja. Ich bin gerade aus der U-Bahn ausgestiegen. Ich bin gleich da. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Kein Problem. Ich wollte dir nur sagen, dass ich schon drinnen bin. Wo bist du? Im ersten Geschoss. Soll ich hochkommen oder kommst du ins Erdgeschoss? Komm hoch. Was? Hörst du mich? Komm hoch in das erste Geschoss. Oh, alles klar. Was machst du dort? Ich schaue mir nur ein paar Englischbücher an. Wollen wir später vielleicht essen gehen? Nein, ich bin immer noch satt vom Mittagessen. Was willst du machen? Ich weiß noch nicht. Lass uns darüber reden, wenn du hier bist. Okay, bis gleich. Bis gleich. Craig, was arbeitest du? Ich studiere noch. Welche Uni? Die Universität in Boston. Das ist eine gute Uni. Was studierst du? Ich studiere Anglistik, Mathe und Geschichte. Anglistik ist mein Hauptfach. Wie lange studierst du schon Anglistik? Seit mehr als 6 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Ja, ich lerne Englisch seit der Schule. Kein Wunder, dass dein Englisch so gut ist. Naja, eigentlich ist es nicht so gut. Ich kann ganz gut lesen, aber mit dem Sprechen habe ich Probleme. Ich habe nicht oft Gelegenheiten, Englisch zu sprechen. Ja, ich weiß. Mit anderen zu sprechen ist ziemlich hilfreich. Ja, aber ich habe immer noch nicht viele Freunde hier. Ich gebe heute Abend eine Party bei mir. Warum kommst du nicht vorbei? Oh, danke für die Einladung. Ich komme gern. Hallo Kim. Hallo Sho, schön dich wiederzusehen. Wie ist es dir ergangen? Ganz gut, aber ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen. Ich habe bis 2 Uhr studiert und für meinen Test gelernt. Ich war auch lange wach gestern. Das Semester ist fast vorbei. Ich habe alle Prüfungen diese Woche. Gehst du nach deinem Abschluss zurück nach Kalifornien? Ich glaube schon. Nach dem Abschluss werde ich wahrscheinlich nach Hause gehen und versuchen, einen Job zu bekommen. Weißt du schon, wo du arbeiten willst? Noch nicht, aber ich will ein Übersetzer für Englisch werden. Das wäre wirklich super. Ich möchte auch gerne eine Übersetzerin sein, aber mein Englisch ist nicht gut genug. Mach dir keine Sorgen deswegen. Dein Englisch ist besser als das der meisten meiner Klassenkameraden. Danke. Wo gehst du jetzt hin? Ich gehe in die Bücherei zum Lernen. Ich habe einen Test morgen. Ich auch. Wie lange ist die Bücherei offen?
Ich glaube, sie ist bis 11.30 Uhr offen. Oh, viel Glück. Dir auch. Hallo? Hallo Angela, hier spricht Dan. Hi Dan, wie geht es dir? Gut. Ich habe dich gestern angerufen. Hast du meine Nachricht bekommen? Ja, ich war in der Dusche, als du angerufen hast. Ich habe gesehen, dass du angerufen hast und habe zurückgerufen, aber ich glaube, dein Telefon war aus. Kein Problem. Ich wollte dich daran erinnern, dass mein Freund nächste Woche heiratet. Du begleitest mich doch noch zur Hochzeit, oder? Oh, ist das nächste Woche? Ja, hast du das vergessen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihnen schon ein Geschenk gekauft. Das ist gut. Ich will auch Megan einladen. Wenn du sie siehst, richte ihr das bitte aus. Klar. Kennt sie deinen Freund? Ja, ich glaube, sie haben die gleiche Universität besucht oder sowas ähnliches. Ich bin nicht ganz sicher, woher sie sich kennen. Fahren wir alle zusammen? Ja, ich werde dich zuerst abholen und dann holen wir Megan ab. Hallo, ich würde gerne mit einem Arzt sprechen. Haben Sie einen Termin? Nein. Wann hätten Sie denn gerne einen Termin? Ist heute möglich? Ja, heute passt. Wann haben Sie Zeit? So schnell wie möglich. Mein Magen tut sehr weh. Warten Sie einen Moment. Ich sehe nach, ob der Doktor da ist. Okay. Es tut mir leid, aber er behandelt gerade einen Patienten. Es dauert wahrscheinlich noch eine halbe Stunde. Macht es Ihnen etwas aus, noch zu warten? Kein Problem. Kann ich bitte Ihre Versicherungskarte sehen? Hier, bitte. Danke. Das macht dann $25 für den heutigen Termin. Wirklich? Ich wusste nicht, dass es so viel kosten wird. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich werde bar bezahlen. Danke. Würden Sie bitte die Heizung anmachen? Es ist wirklich kalt hier drinne. Hallo Jane. Hast du schon Post bekommen? Ja, ich habe sie heute Morgen geholt. Ja, es waren nur ein paar Rechnungen und ein Brief von meiner Mutter. Und jede Menge Werbung. War auch was für mich dabei? Ich erinnere mich nicht, lass mich nachsehen. Ja, es sieht so aus, als wäre da was für dich. Von wem? Von der amerikanischen Botschaft. Meine Hände sind schmutzig. Kannst du das bitte für mich aufmachen? Sicher. Was steht drinne? Hier steht,
dass dein Ausweis fertig ist und du ihn jederzeit anholen kannst. Glaubst du, dass du mich dahin fahren kannst? Klar, wann? Ich glaube, ich sollte ihn gleich abholen. Ich wasche mir die Hände und dann gehen wir. Ist das okay? Das ist okay. Wie geht es dir? Ich habe immer noch eine Erkältung. Immer noch? Das dauert ja schon über eine Woche, oder? Ja, schon eine ganze Weile. Ich habe sie schon am Montag gespürt. Fühlst du dich ein bisschen besser? Ein bisschen. Ich habe heute Morgen Medizin genommen und fühle mich jetzt ein bisschen besser. Was ist los? Ich habe eine schlimme Erkältung. Warst du schon beim Doktor? Noch nicht. Ich gehe vielleicht morgen. Ich gehe zur Apotheke. Kann ich dir was mitbringen? Ja, wenn dir das nicht zu viele Umstände macht. Ich brauche Taschentücher. Klar, sonst noch was? Nein, das ist alles. Okay, ich werde ungefähr in einer Stunde zurück sein. Wenn du noch was brauchst, ruf mich einfach an. Danke. Hallo James, schön dich wiederzusehen. Hallo Barbara. Bist du hier, um zu arbeiten? Ja. Ist's tief bei dir? Nein, ich bin alleine hier. Steve konnte diesmal nicht mitkommen. Wie lange bleibst du? 4 Tage. Ich gehe am Freitag zurück. Ich und mein Bruder treffen uns zum Abendessen. Willst du mit uns kommen? Ja, das wäre nett. Ich habe ein Treffen in einer Stunde. Ich kann euch danach treffen, wenn das in Ordnung ist. Das Treffen sollte nicht lange dauern. Das ist okay. Mit wem triffst du dich? Mit der Bostoner Versicherungsgesellschaft. Ich rufe dich danach an. Okay. Kann ich dein Telefon benutzen? Ich habe meins im Auto gelassen und wollte die Leute noch anrufen, um mir den Weg erklären zu lassen. Klar, hier, bitte. Hallo. Hallo Frank, hier ist Pam. Hi Pam, was ist los? Nicht viel. Wie geht es dir? Ich fahre gerade mit dem Auto nach Hause. Kannst du mir bitte eine E-Mail mit einer Wegbeschreibung zur Party heute Abend schicken, wenn du nach Hause kommst? Sicher, kein Problem. Wann denkst du, kommst du nach Hause? Ich weiß es nicht. Vielleicht in 30 Minuten oder so. Es ist ganz schön viel Verkehr. Ich muss bald los. Kannst du mir anstelle einfach eine SMS mit der Adresse schicken? Okay, ich werde das sofort machen, wenn ich nach Hause komme. Vielen Dank und fahr vorsichtig.
Okay, ich sehe dich dann heute Abend. Tschüss. Hallo? Hallo Saron, hier ist nochmal George. Was denkst du, wann du zur Party kommst heute Abend? Entschuldigung, was hast du gesagt? Hallo? Kannst du mich hören? Ich sagte, was denkst du, wann du zur Party kommst heute Abend? Tut mir leid, aber ich kann dich nicht hören. Kannst du mich jetzt hören? Nein, nicht sehr deutlich. Es ist sehr laut hier. Es kann auch an meinem Handy liegen. Es hat keinen guten Empfang. Oh, das ist in Ordnung. Kann ich dich gleich zurückrufen? Okay. Ed, was sollen wir heute machen? Ich habe die ganze Woche gelernt. Ich würde gerne trainieren. Ich auch. Lass uns ins Fitnessstudio gehen. Gute Idee. Was machen wir da? Wir können Gewichte heben oder Basketball spielen. Ich möchte gerne Basketball spielen. Bist du gut darin? Nicht wirklich, aber ich spiele gerne. Ich habe in der Schule oft gespielt, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Ich weiß, was du meinst. Ich habe Fußball gespielt. Glaubst du, wir können dort Fußball spielen? Nein, es gibt nicht genug Platz. Ich glaube, es ist besser, wenn wir draußen spielen. Okay. Vielleicht können wir später am Nachmittag Fußball spielen. Es ist kalt heute draußen. Lass uns warten, bis das Wetter ein bisschen wärmer wird. Okay. Anthony, bist du okay? Ja, ich bin okay, aber ich hatte einen Autounfall heute Morgen. Hast du dich verletzt? Nein, aber mein Nacken tut weh. Was ist passiert? Ich habe nicht aufgepasst und bin auf ein Auto aufgefahren, das vor mir angehalten hat. Sind die Leute in dem anderen Auto okay? Ja, ihnen geht es gut. Ich war nicht sehr schnell. Warst du angeschnallt? Ja. Ist die Polizei gekommen? Ja. Ich habe sie vom Handy aus angerufen, gleich nachdem es passiert ist. Soll ich dich nach Hause fahren? Nein. Ich muss mein Auto heute Nachmittag reparieren lassen. Hallo Frau Wilson. Hallo Herr Doktor. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich nicht gut. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Wo tut es weh? Hier. Haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Okay. Lassen Sie mich Ihren Hals sehen. Öffnen Sie den Mund bitte. Ihr Hals ist rot.
Tut er weh? Ja, er ist entzündet. Wann haben Sie angefangen, sich so zu fühlen? Letzte Woche. Ich glaube, Sie haben einen Virus. Vielleicht die Grippe. Ich werde Ihnen ein Rezept für Medizin ausstellen. Danke. Versuchen Sie sich auszuruhen und trinken Sie viel Wasser und Orangensaft. Marriott Hotel, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich möchte gerne eine Reservierung machen. Ja, einen Moment. Für welches Datum? Den 25. Juli. Wie viele Nächte werden Sie bleiben? 2 Nächte. Was kostet ein Zimmer? $75 pro Nacht zuzüglich Steuern. Soll ich ein Zimmer für Sie reservieren? Ja, bitte. Ihr Name? Nancy Anderson. Frau Anderson, wie möchten Sie bezahlen? Visa. Die Kartennummer, bitte. 4198-2289-3388-228. Gültigkeitsdatum? 9. Januar 2012. Okay, alles in Ordnung. Wir sehen Sie am 25. stehen. Kevin, was würdest du gerne machen? Ich weiß nicht. Vielleicht Fernsehen. Das ist eine gute Idee. Wir gehen später einkaufen. Ich denke, du solltest dich für eine Weile ausruhen. Ich glaube, ich möchte nicht mehr gehen. Was meinst du? Ich dachte, du hast gesagt, dass wir einkaufen gehen. Ich weiß, aber ich habe meine Meinung geändert. Ich bin zu müde. Naja, aber ich muss ziemlich viel einkaufen. Wann denkst du, dass wir dann einkaufen gehen? Vielleicht heute Abend. Okay. Stört es dich, wenn ich dein Telefon benutze? Tut mir leid, aber ich habe keinen Empfang. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe normalerweise guten Empfang hier. Mein Telefon ist sehr alt und es funktioniert nicht mehr so gut. Und wenn ich damit nach draußen gehe? Ja, das ist okay. Draußen funktioniert es gut. Andrej, möchtest du ein Spiel spielen? Okay, was für ein Spiel? Lass uns Karten spielen. Weißt du, wie man 17 und 4 spielt? Ja, das ist ein einfaches Spiel. Ich möchte es aber momentan nicht spielen. Okay, weißt du, wie man Poker spielt? Ich glaube schon, aber du musst mir die Regeln nochmal erklären. Okay, schau dir das Papier hier an. Da stehen alle Regeln drauf. Okay, ja. Ich erinnere mich jetzt. Ich glaube, das letzte Mal, als wir das Spiel gespielt haben, hast du gewonnen und ich habe verloren. Ja, das hat Spaß gemacht.
Okay, lass uns spielen. Aber diesmal wetten wir nicht um Geld. Okay, wir wetten nicht. Wir spielen nur zum Spaß. Angela, komm rein. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ich kann es nicht glauben, dass du daran gedacht hast. Naja, ich habe einen Kalender in meinem Computer. Der hilft mir, mich an solche Dinge zu erinnern. Was hast du vor? Ich lese ein Buch, das mir mein Cousin zum Geburtstag gegeben hat. Lass mich mal sehen. Ich habe das Buch zu Hause. Ich will dir auch ein Geschenk geben. Oh, das ist ja eine Gitarre. Ich habe zwar schon eine zu Hause, aber ich mag diese lieber. Danke sehr. Gern geschehen. Weißt du, weil man Gitarre spielt? Ja, ich weiß, wie man spielt. Mein Vater hat es mir beigebracht, als ich jung war. Willst du jetzt spielen? Ich möchte gerne Musik hören. Okay. Kennst du das hier? Ja, ich habe das schon mal gehört. Ich konnte es singen, als ich in der Schule war. Ja, es ist ein altes Lied. Ich fühle mich alt, wenn ich es höre. Als ich in der Universität war, haben sie es die ganze Zeit im Radio gespielt. Guten Abend. Hallo. Haben Sie noch freie Zimmer heute Abend? Ja, die Miete beträgt $55. Haben die Räume Internetzugang? Ja, wir haben ein drahtloses Netzwerk. Wenn Sie einen Computer haben, können Sie für $5 zusätzlich das drahtlose Netzwerk benutzen. Okay. Ich möchte ein Zimmer bitte. Möchten Sie ein Raucher- oder ein Nichtraucherzimmer? Nichtraucher. Wie möchten Sie bezahlen? Visa. Hier, bitte. Wie viele Personen? Zwei. Möchten Sie ein großes Bett oder zwei einzelne Betten? Ein großes Bett. Sie sind in Raum 237. Es ist auf der zweiten Etage. Hier ist Ihr Schlüssel. Unterschreiben Sie hier. Wann müssen wir das Zimmer verlassen? Um 11.30 Uhr. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gerne dieses Paket nach Kalifornien schicken. Möchten Sie es über Nacht oder mit der normalen Post schicken? Was kostet es, das Paket über Nacht zu senden? $20. Und regulär? $12. Ich möchte, dass es morgen ankommt. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie bitte wieder zu diesem Fenster. Okay. Ich denke, ich bin fertig, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich möchte auch diesen Brief verschicken. Brauchen Sie Briefmarken?
Ja. Ein Briefmarkenbuch kostet 3 Dollar. Alles zusammen macht dann 23 Dollar. Oh, ich habe meine Geldbörse im Auto vergessen. Ich bin gleich wieder da. Patrick, warum hast du mich gestern Abend nicht angerufen? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Tut mir leid, ich war krank, ich bin früh ins Bett gegangen. Was ist los? Ich hatte Husten und meine Augen waren ganz trocken. Geht es dir jetzt besser? Ja, ich fühle mich viel besser. Viel besser als gestern. Hast du Allergien? Ja. Letztes Mal, als ich beim Arzt war, hat er Tests gemacht und gesagt, dass ich Allergien habe. Es wird schlimm im Frühling. Wann bist du heute Morgen aufgewacht? Gegen 9.30 Uhr. Gehst du heute arbeiten? Nein. Ich glaube, ich bin zu Hause und schaue fern. Ich kann von zu Hause aus arbeiten. Gut. Ruh dich aus und ich bringe dir später was zum Essen rüber. Danke. Hallo Rachel. Hallo Josh. Es ist lange her. Wo arbeitest du jetzt? Ich arbeite bei einer Softwarefirma in der Stadt. Ich bin ein Ingenieur. Das ist interessant. Was für eine Software programmierst du? Es ist eine Datenbank für kleine Geschäfte. Hat deine Firma eine Internetseite? Ja. Welche Adresse hat sie? www.suncom. Wie kann ich diese Software bekommen? Du kannst sie von der Seite runterladen. Sie ist sehr populär und sie ist kostenlos. Okay, ich werde das machen. Ich muss jetzt gehen. Es war wirklich schön, dich wiederzusehen. Es war auch schön, dich zu sehen. Schreib mir eine E-Mail nächste Woche und wir können einen Kaffee trinken gehen. Mein Computer ist momentan kaputt, also kann ich dir keine E-Mail schreiben. Kann ich dich anrufen? Sicher. Meine Nummer ist 233 288 bis 2328. Was hörst du? Ich höre Radio. Ich weiß. Wen spielen Sie? Rate mal. Ich glaube, das sind die Beatles, richtig? Ja, das ist richtig. Woher weißt du das? In einem Land wissen alle, wer sie sind. Sie sind berühmt. Wirklich? Natürlich. Meine Eltern haben vor langer Zeit ein Konzert von ihnen gesehen. Wusstest du, dass sie aus England kommen? Ja, natürlich. Welche Musik hörst du normalerweise? Ich höre alle, aber am liebsten Pop. Ich verstehe. Wer ist dein Lieblingssänger? Celine Dion. Ich mag sie auch. Sie hat eine großartige Stimme. Hallo. Brauchen Sie ein Taxi?
Ja. Haben Sie Gepäck? Ja, die zwei Koffer hier. Okay, ich bringe sie nach hinten für Sie. Wohin wollen Sie? Zum Comfort Inn. Ich glaube, es gibt zwei hier in Boston. Zu welchem wollen Sie? In der Stadtmitte. Ist das Ihr erstes Mal in Boston? Nein, ich war hier schon oft. Ich komme hierher, um zu arbeiten. Wissen Sie, wie lange es dauern wird? Es sollte nicht lange dauern. Vielleicht 15 Minuten. Oh, es sieht so aus, als wäre der Verkehr wirklich schlecht. Ja, es wird wohl einen Unfall vorne gegeben haben. Okay, dann halten Sie bitte an der nächsten Kreuzung. Ich werde aussteigen und die U-Bahn nehmen. Hast du Hunger? Nein, warum? Wir sind schon lange gefahren. Ich denke, wir sollten bald einen Platz zum Essen finden. Nein, ich bin okay. Wir sind spät dran, wir sollten nicht anhalten. Wir sind schon dreimal an demselben Geschäft vorbeigefahren. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Wir sollten nach dem Weg fragen. Wir haben uns nicht verfahren. Ich bin noch nie hier lang gefahren. Weißt du, wo du lang fährst? Ja, diese Straße geht durch die Stadt. Sie ist schneller als die Autobahn. Okay. Würde es dir was ausmachen, etwas langsamer zu fahren? Sicher, kein Problem. Hast du das Schild gesehen? Ich glaube, das ist eine Einbahnstraße. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich werde umdrehen müssen. Du kannst hier nicht umdrehen. Ich denke, du solltest mich fahren lassen. Ich denke, du hast recht. Ich werde müde. Adam, kannst du mir einen Gefallen tun? Sicher. Ich kann meine Handtasche nicht finden. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Ich helfe dir suchen. Danke. Welche Farbe hat sie? Sie ist schwarz. Hast du in der Küche nachgesehen? Ja, ich habe dort schon nachgesehen. Ich sehe im Wohnzimmer nach. Hast du sie gefunden? Nein, sie ist nicht hier. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Ich hatte sie, als ich in die Bibliothek bin heute Morgen. Meinst du, du hast sie vielleicht dort vergessen? Vielleicht. Ich rufe in der Bibliothek an und frage, ob jemand sie gefunden hat. Warte. Ist sie das? Ja, das ist sie. Das ist meine Tasche. Danke, dass du mir geholfen hast, sie zu finden. Entschuldigen Sie bitte, können Sie ein Bild von uns machen? Sicher. Das ist eine richtig schöne Kamera. Danke, meine Eltern haben sie mir gegeben. Wie benutzt man sie? Sie drücken den Knopf hier.
Kommen Sie etwas näher. Halt, das ist zu nah. Ein bisschen nach links. Ein bisschen weiter zurück. Bleiben Sie dort. Meinen Sie hier? Ja, das ist gut. Oh, ich kann Sie nicht bedienen. Sie müssen den Knopf für 3 Sekunden runterdrücken. Okay, ich habe es. Sind Sie bereit? Ja. Lächeln. Hallo Traki. Was ist los? Hallo Thomas. Ich warte in der Schlange, um einen DVD-Spieler zu kaufen. Die Schlange ist zu lang. Warum kommst du nicht morgen wieder? Ich glaube, du hast recht. Sie schließen bald. Lass uns einen Kaffee trinken gehen. Okay. Warte eine Minute, ich muss was aus meiner Tasche holen. Kannst du das mal halten? Sicher. Hups. Was ist passiert? Ich habe deinen Taschenrechner fallen lassen. Ist er kaputt? Ich bin nicht sicher. Lass mich nachsehen. Ich glaube nicht, dass er kaputt ist. Nur der Knopf ist abgegangen. Ich kann das reparieren. Tut mir leid. Mach dir keine Sorgen deswegen. Es passiert mir dauernd. Wenn er kaputt ist, habe ich noch einen anderen in meinem Auto. Hallo? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin mit meinem Fahrrad gefahren. Ist das dein Ernst? Warum hast du das gemacht? Ich hätte dich abholen können. Das ist okay. Ich wollte dir keine Umstände machen. Ich weiß, dass du nicht gerne früh aufstehst. Das ist so nett von dir. Ist dir nicht kalt? Nein, nicht wirklich. Ich habe einen Mantel angehabt. Was ist in der Tasche? Das ist eine besondere Apfelsorte. Oh, kann ich einen probieren? Der ist wirklich süß. Ich habe Zucker drauf gemacht. Diese Äpfel sind wirklich gut. Sie haben nur jeweils 30 Cent gekostet. Sind die nicht teurer als die anderen im Supermarkt? Ja, sie sind teurer, aber sie schmecken besser. Hast du andere Früchte gekauft? Naja, neben den Äpfeln habe ich auch Orangen und Bananen gekauft. Hallo? Hallo. Bist du noch auf? Ja. Du hörst dich müde an, ist alles okay? Ja, alles ist okay. Ich mache mich nur gerade fertig für das Bett. Es war ein wirklich langer Tag heute. Hast du später Zeit, um einen Kaffee mit mir zu trinken? Ich muss über etwas mit dir sprechen. Nein, tut mir leid. Nicht heute. Ich muss früh raus morgen. Oh, was magst du morgen? Meine Schwiegermutter kommt, deswegen muss ich das ganze Haus putzen. Ich verstehe. Hast du morgen Zeit? Ja, am Nachmittag. Ich muss etwas fertig machen, an dem ich arbeite. Aber ich habe nach 15:30 Uhr Zeit.
Wollen wir uns treffen, nachdem du fertig mit der Arbeit bist? Denkst du, du hast Zeit? Ja, meine Schwiegermutter geht gegen 14 Uhr. Hallo, ich habe gerade mit Jim gesprochen. Und was sagt er? Er sagt, dass er das Treffen heute Nachmittag absagen muss. Oh, ich verstehe. Gibt es ein Problem? Nein, es ist keine große Sache. Er und ich sollten heute mit ein paar neuen Kunden sprechen. Oh, tut mir leid, das zu hören. Es ist okay. Es passiert öfters in letzter Zeit. Das ist seltsam. Ich möchte gerne wissen, warum. Seine Frau ist krank. Er muss dann manchmal früher nach Hause, um sich um sie zu kümmern. Ich verstehe. Wie läuft die Arbeit? Die Dinge laufen langsam momentan. Macht es dir was aus, mir dein Telefon zu leihen? Meine Batterie ist leer. Ich muss meinen Chef anrufen, um ihn davon zu berichten. Okay, lass mich es holen. Es ist im Auto. Hallo. Hallo John. Tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Eigentlich habe ich gerade noch was zu Ende gearbeitet. Ich bin noch nicht ins Bett gegangen. Hast du gehört, dass Bill gestern gefeuert wurde? Nein, davon habe ich nichts gehört. Bist du sicher? Ja, Sarah hat mir das heute Nachmittag erzählt. Sie war ganz schön betrübt deswegen. Das ist schlimm. Bill ist ein netter Typ. Ja, ich weiß. Warum haben Sie ihn gefeuert? Sie hat es nicht gesagt. Ich verstehe. Naja, wenn du wieder mit Sarah sprichst, sag ihr, es gibt eine offene Stelle in meiner Firma. Bill kann einen Termin für ein Vorstellungsgespräch nächste Woche haben, weh. Oh, ich danke dir so sehr. Ich werde sie anrufen und es ihr ausrichten. Hallo Jim. Hallo Karen. Du siehst traurig aus. Was ist los? Es ist nichts. Ich bin nur etwas nervös. Ist alles okay? Na ja, ich habe eine Operation an meinem Finger morgen. Was ist mit deinem Finger? Ich habe ihn vor ein paar Tagen beim Basketballspielen gebrochen. Oh, das ist furchtbar. Ja, seitdem stört er mich. Hast du Angst vor der Operation? Ja, ich bin noch nie operiert worden. Ich würde mir keine Sorgen machen. Ich wurde letztes Jahr an meinem Bein operiert. Alles ist gut gegangen. Warst du nervös vor der Operation? Ein bisschen. Wer ist dein Arzt? Dr. Allen. Oh, ich habe gehört, dass er sehr gut ist. Du musst dir keine Sorgen machen. Gut, jetzt fühle ich mich besser.
Betty, bist du noch mit Jun zusammen? Ja, alles läuft wirklich gut. Wo hast du ihn kennengelernt? Ich habe ihn vor ein paar Wochen in der Bibliothek getroffen. Wir saßen am selben Tisch und er hat gefragt, ob er sich meinen Stift ausleihen kann. Oh, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe Jim neulich davon erzählt. Er meinte, dass es ziemlich romantisch war. Habt ihr zwei Pläne für heute Abend? Ja, ich denke, wir leihen uns einen Film aus. Hast du einen guten in letzter Zeit gesehen? Ich habe Spider-Man kürzlich gesehen. Ich habe gehört, dass der viel richtig lustig ist. Magst du Spaß? Der Film ist nicht lustig. Er ist traurig. Ich habe am Ende geweint. Du bist sehr sensibel, oder? Ich glaube schon. Vielleicht ist das der Grund, warum ich keine Freundin finden kann. Hallo Peter, kann ich einen Moment mit dir sprechen? Ich habe gehört, dass die Keksfabrik in der Stadt schließt. Wo hast du das gehört? Sarah hat mir das gesagt. Ich bin nicht sicher, ob das wahr ist. Ich habe nichts davon gehört. Sie hat gesagt, dass sie schon begonnen haben, Leute zu entlassen. Arbeitet dein Vater nicht dort? Ja, ich mache mir wirklich Sorgen, dass er entlassen wird. Er hat erst vor 3 Monaten dort angefangen zu arbeiten. Was glaubst du, soll ich machen? Ich würde mit deinem Vater sprechen. Ja, aber ich glaube, wenn wirklich etwas schiefgegangen ist, würde er es mir nicht sagen. Er will mich nicht aufregen, aber ich will wissen, was los ist. Also, was wirst du jetzt machen? Bist du nicht gut mit dem Präsidenten der Firma befreundet? Ja, wir haben ungefähr vor 5 Jahren in einer anderen Firma zusammengearbeitet. Vielleicht könntest du ihn anrufen, um zu sehen, was los ist. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte. Es ist aber schon spät jetzt, ich werde ihn morgen anrufen. Okay, danke vielmals. Ich werde wirklich fett. Du siehst aber nicht fett aus. Ja, aber ich bin es. Ich habe 5 Kilo zugenommen in den letzten 2 Monaten. Schau dir meinen Bauch an. Wie viel wiegst du? Ich glaube ungefähr 77 Kilogramm. Welches Essen isst du? Ich esse meistens Nudeln zum Abendessen. Manchmal Essen zum Mitnehmen oder Fastfood. Ich habe keine Zeit zum Kochen. Ich habe neulich ein Diätbuch gelesen. Darin stand, dass wenn man nur Fleisch isst, man schnell abnimmt. Wo funktioniert das? Ich weiß nicht, aber jemand hat mir erzählt, dass er es versucht hat und fast 10 Kilo abgenommen hat. Das hört sich gut an, aber ich weiß nicht, wie lange ich das machen könnte. Ich weiß. Wenn du erst mal wieder anfängst, Gemüse und Brot zu essen, nimmst du wieder zu. Naja, ich glaube, ich versuche es trotzdem. Wer ist der Autor? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist nicht mehr sehr populär.
Ich sehe nach, wenn ich nach Hause komme und dann rufe ich dich an. Hallo? Hallo Sarah, hier ist James. Hallo James, ich kann gerade nicht sprechen. Kann ich dich später zurückrufen? Klar. Gibt es ein Problem? Ich bin spät da und mein Auto ist kaputt. Ich brauche jemanden, der mich zur Arbeit fährt. Ich kann dich bringen. Oh, wirklich? Danke. Das würde sehr helfen. Soll ich dich auch nach der Arbeit abholen? Ja, wenn das nicht zu viele Umstände macht. Das ist kein Problem. Ich gehe jetzt aus dem Haus. Ich bin gleich da. Okay, ich warte auf dich vor dem Haus. Weißt du, was an deinem Auto kaputt ist? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Motor. Okay, ich werde es mir ansehen, wenn ich vorbeikomme. Ich kenne mich gut mit Autos aus. Als ich jünger war, haben mein Vater und ich zusammen Autos repariert. Hi, was hast du heute gemacht? Nichts, nur ferngesehen. Ich bin wirklich gelangweilt. Ich habe nichts zu tun. Ich habe auch nichts zu tun. Ich habe auch nichts gemacht, außer mein Haus geputzt heute. Ich weiß. Ich hatte geplant, mit einem Freund zum Einkaufszentrum zu gehen, aber es hat so stark geschneit, dass wir nirgends hingehen konnten. Ich hoffe, es schneit die ganze Nacht, weil ich morgen nicht in die Schule gehen will. Kennst du jemanden, der eine Kamera hat? Ich will Fotos von dem ganzen Schnee machen. Nein, ich kenne niemanden mit einer Kamera. Hast du Sarah heute gesehen? Ich glaube, sie hat eine. Nein, sie war heute den ganzen Tag nicht hier. Sie meinte, sie hätte etwas Wichtiges zu tun heute. Oh, wo ist sie hingegangen? Niemand weiß es. Ich habe ihren Mitbewohner angerufen und er weiß es auch nicht. Mandy, weißt du, dass Herr dich angerufen hat? Nein, wann hat sie angerufen? Ich glaube vor 2 Stunden. Vor 2 Stunden? Warum hast du mir nicht früher Bescheid gesagt? Tut mir leid, ich habe das vergessen. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie bei ihrer Schwester auf dich wartet. Okay, ich wollte eigentlich Abendessen kochen, aber ich glaube, dafür habe ich jetzt nicht mehr genug Zeit. Ich mache ein paar Reste in der Mikrowelle warm. Okay. Falls sie nochmal anruft, sag ihr, ich werde mich verspäten. Okay, kein Problem. Das ist sehr wichtig. Vergiss das nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich werde es nicht vergessen. Kannst du mir das Telefon geben? Ich sollte sie jetzt anrufen. Sie wundert sich wahrscheinlich, wo ich bleibe. Klar, ich hole es dir. Ich gehe einkaufen. Willst du mitkommen? Ich dachte, du warst gestern einkaufen. Das war ich auch.
Aber ein alter Freund hat mich gestern angerufen und mich zu seinem Geburtstag eingeladen. Ich muss ihm ein Geschenk kaufen. Ich verstehe. Was kaufst du ihm? Ich habe keine Ahnung, was er mag. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Was denkst du? Vielleicht einen Kuchen? Das ist eine gute Idee, aber ich sollte ihm noch was anderes holen, zum Beispiel was zum Anziehen. Wie wäre es mit einem Pullover? Ich habe eine sehr schönen im Einkaufszentrum neulich gesehen. Wir könnten dorthin fahren und uns umsehen. Okay, in welchem Geschäft war das? Bei Marcus. Die haben Sonderangebote diese Woche. Oh, das ist wirklich ein gutes Geschäft. Ich mag die Kleidung dort. Hallo Diane, was magst du hier? Hallo Tim, wie geht es dir? Ich warte auf einen Freund. Ich habe gehört, du machst deinen Abschluss dieses Semester. Ja, wenn alles gut geht, mache ich meinen Bachelor-Abschluss im August. Dann muss ich mich nach einem Job umsehen. Ich musste das letztes Jahr machen. Es war nicht einfach. Hast du viele Jobangebote? Nein, noch nicht. Ich habe meinen Lebenslauf mehrfach rausgeschickt, aber ich habe nicht viele Antworten bekommen. Es ist ziemlich schwer momentan einen Job zu bekommen. Was ist dein Hauptfach? Psychologie. Das war mein Hauptfach, als ich an der Uni angefangen habe, aber ich habe zu Ingenieurwissenschaft gewechselt nach dem ersten Jahr. Ich glaube, es ist einfacher für Ingenieure einen Job zu bekommen. Ich wäre da nicht so sicher. Es hat 3 Monate gedauert, bis ich einen Job bekommen habe. Ich habe einen Job bekommen, nachdem ich meinen Lebenslauf auf eine dieser Jobseiten ins Internet gestellt habe. Wie auch immer, wenn ich keinen Job finden kann, gehe ich zurück an die Universität und mache meinen Masterabschluss. Hallo. Hallo Gary, was ist los? Ich habe dich lange nicht gesprochen. Was war so los bei dir? Naja, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber ich bin in eine neue Wohnung nach LA gezogen. Nein, ich habe davon gehört, dass du umziehen wolltest, aber ich wusste nicht, dass du schon einen Platz gefunden hast. Das ist super. Ja, ich bin sehr glücklich darüber. Und hast du Mitbewohner? Nein, diesmal nicht. Es ist eine große Veränderung für mich, weil ich bisher nie allein gewohnt habe. Denkst du, du wirst dich einsam fühlen? Nicht wirklich. Ich habe 2 Freunde, die im selben Haus wohnen. Wir haben alle zusammen Abend gegessen gestern. Sind sie auch Studenten? Nein, sie sind keine Studenten, aber es leben viele Studenten in dem Haus. Hört sich nach einem guten Ort an. Ja, ich denke, es ist eine gute Umgebung, um Englisch zu lernen. Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat für dich. Du solltest demnächst mal herkommen und mich besuchen. Wir haben sogar einen Pool hier. Das wäre nett. Ich denke darüber nach. Justin, hast du jetzt eine Freundin gefunden? Nein, noch nicht. Was ist mit Jenny?
Sie hat einen Freund. Oh, ich dachte, Sie haben Schluss gemacht. Nein, Sie sind noch zusammen. Was ist mit dem Mädchen, von der Arbeit, von dem du mir letztes Jahr erzählt hast? Wer, Emily? Sie ist verheiratet. Sie hat letzten Monat geheiratet. Ich verstehe. Sieht so aus, als wären alle in deinem Alter verheiratet. Ja, es ist nicht so einfach. Gibt es jemanden, an dem du interessiert bist? Es gibt ein Mädchen in meinem Haus. Ich rede oft mit ihr, weil sie auch Englisch studiert. Wie ist sie so? Sie ist wirklich nett. Sie ist vor 3 Monaten von Texas hergezogen. Was macht sie? Sie ist eine Buchhalterin. Das ist ein guter Job. Sie muss ganz schön klug sein. Hast du sie schon gefragt, ob sie mit dir ausgehen will? Wir gehen zum Abendessen am Freitag aus. Viel Glück. Hallo Jason. Tut mir leid, dich zu stören, aber ich habe eine Frage an dich. Okay, was ist los? Ich habe Probleme mit meinem Computer. Und weil du ein Ingenieur bist, dachte ich, du kannst mir vielleicht helfen. Ich verstehe. Was ist das Problem? Ich habe eine Datei, die ich aus irgendeinem Grund nicht öffnen kann. Was für eine Art von Datei ist es? Es ist eine Word-Datei, an der ich gearbeitet habe. Ich muss sie bis morgen fertigstellen. Konntest du sie vorher an dem Computer, an dem du jetzt arbeitest, öffnen? Ja, ich habe gestern Abend daran gearbeitet und alles war in Ordnung, aber heute Morgen konnte ich sie nicht mehr öffnen. Glaubst du, dein Computer hat vielleicht einen Virus? Nein, ich habe es überprüft und es ist keiner da. Okay. Ich bin nicht sicher, was los ist. Wenn es möglich ist, dann schick mir die Datei und ich versuche, sie zu öffnen. Okay, ich mache das, wenn ich nach Hause komme. Bist du da heute Abend? Ja, ich bin zu Hause nach 8. Schick sie mir, wenn du kannst, und ich rufe dich später an. Hallo George, weißt du, wie man in die Stadtmitte kommt? Klar. Warum willst du dahin gehen? Ich will einen neuen Computer kaufen. Okay, fährst du mit dem Auto? Ja? Fahr geradeaus die Straße runter. An der 2. Ampel, nach rechts. Dann fahr auf die Autobahn und nimm die Ausfahrt 52. Das hört sich kompliziert an. Kannst du mir das nochmal erklären? Welche Straße nehme ich zuerst? Du fährst diese Straße runter, dann an der 2. Ampel rechts. Diese Straße heißt Main Street. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Warum kaufst du eigentlich einen neuen Computer? Hast du nicht erst einen neuen gekauft vor ein paar Monaten? Ja, aber er funktioniert nicht mehr. Wo hast du ihn gekauft? Bei Walmart. Ich glaube, dein Computer hat noch Garantie.
Du solltest ihn hinbringen und sie reparieren ihn kostenlos für dich. Ich denke, du hast recht. Ich habe nicht daran gedacht. Ich sollte mit ihnen reden. Wo ist der nächste Walmart? Ich glaube, 2 Straßen weiter. Ich muss eh dorthin, um ein paar Sachen zu kaufen. Willst du mir nachfahren? Klar. John, hast du die Nachrichten heute gesehen? Nein, was ist passiert? Es gab ein großes Erdbeben in San Diego. Oh mein Gott! Der Präsident hat im Fernsehen heute darüber gesprochen. Ist jemand verletzt? Ich glaube, Sie haben gesagt, dass 2 Leute verletzt worden sind. Oh, das ist schrecklich. Ja, ich kann kaum glauben, dass du davon nichts gehört hast. Sie haben den ganzen Tag auf CNN darüber berichtet. Oh, ich schaue nicht oft fern. Schaust du nicht die Nachrichten? Nein, normalerweise lese ich die Nachrichten online. Aber ich habe meinen Computer heute noch nicht angemacht. Was ist dein bevorzugter Sport? Ich mag Basketball. Ich sehe alle Spiele im Fernsehen. Wer ist deine Lieblingsmannschaft? Die Boston Celtics. Die sind wirklich gut dieses Jahr, oder? Ja, magst du sie? Ja, jeder hier mag sie. Glaubst du, sie gewinnen die Meisterschaft dieses Jahr? Es ist möglich. Sie haben wirklich gute Spieler. Hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Ein bisschen, aber nicht das Ganze. Ich habe die 2. Hälfte gesehen und ein paar der Höhepunkte online. Es war ein großartiges Spiel, oder? Ja, weißt du, gegen wen sie morgen Abend spielen? Ich glaube, gegen Elgar. Das wird ein schweres Spiel. LA hat eine gute Mannschaft. Hallo Leeds. Arbeitest du an deiner Internetseite? Nein, ich warte noch darauf, dass du mir die Bilderdatei für die Seite schickst. Du hast sie nicht bekommen? Ich habe sie vor über einer Stunde geschickt. Lass mich nachsehen. Es dauert einen Moment, weil ich erst meinen Computer hochfahren muss. Okay. Hast du sie bekommen? Eine Sekunde. Ich muss meinen Browser öffnen und in meinem Hotmail-Account nachsehen. Okay. Ah, hier ist es. Ich habe es bekommen. Wie findet man die Seite? Ich habe mit Yahoo danach gesucht und nichts gefunden. Benutz nicht Yahoo, benutz Google. Ich habe das auch versucht und es hat nicht funktioniert. Wenn du Google benutzt und meinen Namen eingibst, solltest du es finden können. Okay, lass mich das versuchen. Ich sehe es jetzt. Hallo Michael. Ich bin müde,
Macht es dir was aus, wenn du für eine Weile fährst? Es tut mir leid. Ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, wie man fährt. Wirklich? Ich dachte, du hast einen Führerschein. Ich dachte, jeder hat einen Führerschein. Nein, ich habe mein ganzes Leben in der Stadt gelebt und, wenn ich zu Hause bin, nehme ich die Straßenbahn. Ich verstehe. Denkst du, dass du in Zukunft deinen Führerschein machen willst? Ja, ich will nächstes Jahr ein Auto kaufen. Ich denke, du brauchst ein Auto in den USA. Allerdings, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nehmen viele Leute in der Stadt den Bus. Ich möchte gerne mehr reisen. Ich bin jetzt schon seit mehreren Monaten hier und ich habe das Gefühl, dass ich noch nichts gesehen habe. Wie wirst du Autofahren lernen? Willst du, dass ich es dir beibringe? Nein, ich will dir keinen Ärger machen. Ich habe mich schon für Unterricht angemeldet in der Nähe meines Hauses. Es fängt nächsten Monat an. Thomas, dein Englisch ist gut. Wo hast du es gelernt? Naja, in meinem Land muss jeder von der ersten Klasse an Englisch lernen. Ich habe jetzt Englischunterricht seit 12 Jahren. Das ist interessant. Erinnerst du dich, wie wir die Reise letztes Jahr gemacht haben und deine Familie besucht haben? Es sah so aus, als gäbe es nicht viele Leute, die Englisch mit mir sprechen konnten. Oh, das kommt daher, weil sie nicht oft Englisch sprechen. Aber sie sprechen es in der Schule, oder? Vielleicht mochten